Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeWorder. Wie Sie sicherlich schon den vorangegangenen Videos auch schon wissen, wir würden heute gerne einmal über einen Titel sprechen, der, ja, ich würde sagen, in den letzten Tagen schon überall durch die Medien ging. Ich glaube, hier ist es auch recht schwierig, detaillierter auf den Chart zu schauen, weil, egal ob ich hier auf Wochen-, Monatschart oder was auch immer gehe, Sie sehen, was alleine diese Woche geleistet hat oder von eine Bewegung hatte von 100 Dollar bis auf 300, 315 Dollar. Von welchem Wert sprechen wir? Von GameStop mit dem Symbol GME. Und so ein Stück weit wollen wir Ihnen mal ein paar Dinge aufzeigen. Wie konnte es überhaupt zu so einer extremen Bewegung kommen? Weil wir sehen auch parallel bei einigen anderen Titeln aktuell, Sie werden es in den vorangegangenen Videos vielleicht gesehen haben, um nochmal ein, zwei Symbole zu nennen. Haben wir ähnliche Sachen aktuell bei ANC, Entertainment Company, BlackBerry, Nokia. Es ist nicht ganz so extrem, wie wir es aktuell bei GameStop erleben, aber um zu den Ursachen zu kommen, ist es, glaube ich, auch ganz hilfreich, Ihnen mal die Symbole mit an die Hand zu geben. Wie gesagt, die vorhin in den vorangegangenen Videos auch schon bei den Trades der Woche häufiger mit besprochen wurden. Ja, wie kommt es zu so extremen Bewegungen und was werden wir vielleicht in Zukunft, oder wir haben es ja im Prinzip schon häufiger erlebt, ich gehe mal auf einen etwas kurzfristigeren Chart, der etwas besser zu sehen ist. Und zwar nehmen wir mal einen Stundenchart, wir können auch 2 Stunden nehmen. Dann sieht man nämlich auch, dass hier logischerweise natürlich einiges durch Gaps entstanden ist. Die Sprünge bleiben nach wie vor extrem. Hier, wenn wir den Chart anschauen, der Wert war vor wenigen Tagen noch deutlich unter 20 Dollar und ist hier auf einen, ja, das Prinzip ja hier eine Wahnsinnsbewegung hingelegt. Wieso ist es dazu gekommen? Das heißt, hier sind erste Titel oder erste Investoren natürlich auf diesen Wert aufmerksam geworden. Da haben wir noch auf einem Niveau oder von dem Niveau gesprochen, wie gerade angesprochen. Das war ja, knapp unter 20 Dollar. Wir hatten hier den letzten Hochkurs 20,40 Dollar und dann ging es hier in diesem Bereich los. Ein erster Ausbruch, 50 Dollar, da hat man schon gesagt, wow, der hat sich jetzt innerhalb von 6, 7 Tagen verdoppelt. Das ist eigentlich schon eine Sache, wo man anfängt, okay, wenn es so schnell sich verdoppelt, wird der Wert vielleicht eher erst auch wieder mal eine größere Korrektur haben. Aber dann kam es zu dem, was wir jetzt die letzten 4 Tage erlebt haben, diese absolute Übertreibung. Und das ist, sage ich mal, recht einfach zu erklären. Da können Sie auch gerne auf die angesprochenen Seiten, was wir auch in den vorangegangenen Videos mitgezeigt hatten, auf Finviz einmal schauen. Wenn wir hier GameStop eingeben, werden wir sehen, dass wir hier natürlich sehr viele News haben. Den Chart brauchen wir uns hier nicht nochmal anzuschauen. Da muss man etwas genauer drauf blicken. Aber da werden Sie im Prinzip sehen, was die Gründe dazu waren. Ich habe hier mal einen Artikel rausgesucht. Da ist es recht gut beschrieben, dass hier ein einfacher Tweet von Elon Musk als Beispiel dient und dann in sogenannten Trading-Gruppen, wie auf Reddit, solche Themen diskutiert, weitergeteilt werden und mit einer dementsprechenden Teilnehmerzahl, wir können ja gerne mal auf die Gruppe draufschauen, hat das natürlich auch einen riesen Effekt. Der Tweet hier wurde alleine, glaube ich, ein paar tausend Mal geteilt oder über GameStop diskutiert und so werden natürlich hier auch wieder kleine potenzielle Anleger so in den Wert investieren und Small Caps bei einer Microsoft oder Intel würde das vielleicht noch keine Auswirkung haben, aber solche Titel können natürlich dann solche Übertreibungen im Markt darstellen. Das ist dann, sage ich mal, natürlich interessant. Wenn man das von Beginn an so als Tendenz feststellt, hat man dann natürlich noch riesen Platz hier mit einzusteigen. Aber jetzt dreht natürlich auch die Szenerie oder die Nachrichtenlage, wenn wir schauen, dass die Fed jetzt darüber ermittelt oder auch die ja, Regierungen in den USA schon Dinge darüber diskutiert, sind das natürlich, sage ich mal, eigentlich die Vorboten von einer Korrektur. Wäre für mich dann eher ein Zeichen, dass hier wir wirklich in der Phase sind, wo es komplett überhitzt ist. Aber das haben wir wahrscheinlich auch schon vor 3 Tagen gesagt.
Da ist bei solchen Übertreibungen natürlich nie genau der Moment zu erkennen, wann die Spitze erreicht ist, aber eine Korrektur sollte eigentlich zumindest eine kurzfristige technische Korrektur hier absolut überfällig sein. Und da kann ich auch immer noch mal empfehlen, wenn man solche Bewegungen erkennt oder wenn man so einen Wert hat, schauen Sie sich wirklich hier die News auf Finviz an. Das ist natürlich bei solchen Extrembewegungen dann sehr viel, sehr häufig, dass da Nachrichten darüber geteilt werden. Aber da finden Sie dann natürlich auch die Informationen, die wichtig sind, um zu verstehen, was steckt denn dahinter, wo kommt das Volumen her, wie setzt sich das Ganze zusammen. So kann man einen tieferen Einblick gewinnen und dann natürlich dementsprechend auch seine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das soweit für den Moment. Vielleicht da auch noch der Hinweis, wen es interessiert, was es aktuell für Themen gibt. Ich hatte es gerade, wir hatten es ja gerade auf der anderen Seite auf, über die Plattform und die Webseite reddit.com sieht man auch so ein Stück weit Tendenz oder was momentan darüber gesprochen wird. Natürlich das alles mit Vorsicht zu genießen, aber wichtig ist glaube ich auch so die Anzahl der Leute, die auf so ein Thema aufspringen und darüber sprechen, das einfach zu checken, weil das ist natürlich recht einfach. Gab es in vielen Situationen auch in der Vergangenheit, da waren es dann eher Penny Stocks, die hier mit Börsenbriefen empfohlen wurden, wo Werte ins Unendliche gepusht wird. Und von daher erinnert mich das schon recht stark an diese ähnlichen Zeiten. Ist natürlich, sage ich mal, viel angenehmer, das vielleicht über solche Plattformen zu machen, wo man noch mehr Follower erreichen kann, als es früher mit einem Newsletter der Fall war. Aber Small Caps bewegen sich natürlich auch ein bisschen anders als, sage ich mal, Penny Stocks, dann müssen natürlich auch große Investoren mit aufspringen und das genau haben wir hier bei GameStop gesehen. In dem Sinne würde ich mich mit diesem außergewöhnlichen Chartbild von GameStop verabschieden und freue mich, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.